So, liebe Freunde, heute fahren wir alle zusammen in den Skiurlaub. Und was braucht man da für ein Auto dafür? Natürlich einen ordentlichen Kombi. Das hier ist so einer Ford Focus Turnier in der Active-Variante. Das bedeutet so ein bisschen Offroad-Optik und er ist 3 cm höher gelegt, was dafür sorgt, dass man damit tatsächlich so ein bisschen durchs Offroad rockern kann. Oder vielleicht sogar auf einer Skipiste. Wir gucken mal. Was du sofort merkst auf den ersten Metern, ist, dass das so ein tightes Auto ist. Das ist fest. Hier schüttelt nichts, hier klappert nichts. Du fährst über diese Bodenwellen drüber, das Auto dämpft und federt ordentlich. Und aber er macht nicht irgendwie einen auf Sport oder auf ungemütlich, sondern er fährt einfach sauber und rollt wunderbar ab. Alter Schwede, die Sitzheizung ist richtig heiß. Die mache ich mal auf 1 hier. Und er hat sogar Lenkradheizung. Alter, das ist so krass. Vor 5 Jahren gab es eine Lenkradheizung nur bei Autos wie Bentley oder so. Das war Oberklasse. So, wir haben da vorne drin verbaut einen 1 Liter Ford EcoBoost Motor mit 125 PS und 170 Newtonmeter Drehmoment. Ja, das ist jetzt keine mega Krawallbude, aber ganz im Ernst, ne, das brauchst du auch nicht. Für so ein normales Auto, mit dem du jeden Tag von A nach B fährst, mit dem du auch in Urlaub fahren kannst, brauchst du keine 5000 PS. Da reichen tatsächlich 125. Also, 8-Gang-Automatik ist verbaut. Du musst den auch mal drehen und so, wenn du ein bisschen flotter weg willst von der Ampel. Und das macht dann alles das Automatikgetriebe. Das ist so rundum sorglos mäßig. So, jetzt eiern wir hier mal gemütlich rum auf der Landstraße. Dann schalte ich meinen intelligenten Tempomaten ein. So, Set. So, der hält den Abstand. Der hält die Spur. Rein theoretisch könnte ich auch die Hände vom Lenkrad nehmen, glaube ich sogar. Genau, er lenkt. Ich habe die Hände natürlich am Lenkrad. Aber er lenkt und er fährt dem vorausfahrenden Fahrzeug hinterher. Das Geniale ist, warum ist der intelligent, der Tempomat? Weil er, wenn ich jetzt hier in der 80er-Zone unterwegs bin, fahre ich 80. Wenn da vorne jetzt gleich 50 kommen würde, würde das Auto automatisch runterbremsen. Alter, wie geht denn dieses Auto um die Kurve? Guck mal, hier ist ein kleiner Spurwechsel, ne? Bom! Das macht richtig Bock. Das ist Ford. Das ist immer ein gutes Fahrwerk. Darauf kannst du dich zu 100% verlassen bei Ford. Dieses Active-Thema ist ziemlich neu bei Ford, aber sie haben es parallel eingeführt auch im Fiesta. Fiesta Active gibt es auch und im Car Plus gibt es auch ein Active. Also auch da einen Tacken höher gelegt, ein bisschen dieser Offroad-Geschmack mit reingebracht, so einen Hauch von SUV in die Autos reingebracht. Und ja, gibt es auch in den ganz kleinen Klassen sozusagen. Was braucht man noch, um in Skiurlaub zu fahren? Wir brauchen richtig gute Mucke. Und dieses Fahrzeug ist wirklich, das ist volle Hütte, ne? Der hat ein B&O-Soundsystem drin. Die Höhen sind da, sehr schöner, definierter Raumklang, von überall kommt Sound, der Klang ist mega. Ich weiß ganz genau, wie ihr da jetzt sitzt, ne? Ey, der Malmedy mit dem 125 PS Ford Focus Active, es reicht. Ich sag's euch ganz ehrlich, ich fahre im Alltag, wenn ich zu Hause bin, fahre ich nicht die ganze Zeit diese Megabomber. Diese Megabomber fahre ich fürs Fernsehen. Und zu Hause wird ganz normal gegessen und da brauchst du ein Auto mit Platz. Was funktioniert? Wir fahren heute ja in Skiurlaub. Also ihr fahrt mit mir zusammen in Skiurlaub. Und was braucht man für einen Skiurlaub? Ein normales Auto mit Kofferraum. Und man braucht natürlich Ski. Und die gehen wir jetzt mal holen, ne? Direkt vor der Haustür geparkt. So mag ich das. Hallo. Hallo. Tag, der Matthias. Grüß. Hi. Wie kann ich helfen? Ich brauche Skier, Skischuhe. Ein Helm? Krieg mal hin. Sowas, ne? Alles ich will klar. Skifahren gehen. Ganz nach hinten. Der rechte ist ein bisschen größer als oh, der linke, ja, ne? Ja, sehe ich, ne? Aber das ist deutlich, ne? Zentimeter ungefähr. Ja, bestimmt. Ne? Der Gasfuß ist 1 Zentimeter größer als okay. Der Kupplungsfuß. Eine Skibrille brauche ich nicht, oder? Weißt du, wie schnell du fährst? Ja, mega schnell fahre ich natürlich. Brauche ich schon eine Skibrille, ne? Was ne? Haben Sie denn für ein Auto? Doch den neuen, den alten. Kein Ford oder was? Ja, der passt ja wie angegossen. Ja, also sagen Sie mal, sagen, wie ne? Haben Sie. Also das ja, ist ja Wahnsinn, perfekt, eure Beratung ne? Hier. 7,5 Stunden jetzt nach Österreich, du. Hallo. Hallo.
Kann man Ihnen weiterhelfen? Ja. Was brauchen Sie denn? Ich habe nur Post. Ja, können Sie einfach hinlegen auf den Tisch. Ich sag Bescheid. Weil die Latten gehen da so durch, ne? So. Ja. So. Fertig, Abfahrt. Helm lasse ich an, glaube ich, oder? Sicherheitsmäßig. Österreich ist ja manchmal näher, als man denkt, ne? Hier, die Frau in dem Laden hat ja gesagt, 7,5 Stunden fahren wir. Das ist mir zu weit. Das dauert mir zu lange. Ich will schneller auf die Piste. Aha. Ich habe da mal was vorbereitet, Leute. So, Leute, ich hab's euch versprochen, wir gehen Skilaufen. Jetzt sind wir da, Alpine Center ist am Start und ich weiß, wo es auf die Piste geht. Leute, wir sind auf der Skipiste. Alter, das ist aber schon krass, ne? Da geht's hoch. Da geht's runter. Komm, wir gucken einmal. Also, ich habe mich natürlich vorher ein bisschen informiert, ne? Das hier ist die längste Skipiste Indoor weltweit. Es gibt keine längere, 640 Meter. Das ist die längste der Welt. Und da steht mein Ecktisch. Aber bevor wir hier irgendwas machen, ne, brauche ich jetzt mal meinen Schneeanzug. Da ist er! So, und was wir als nächstes brauchen, ist den Schneeanzug für den Ecktisch. Wir brauchen Schneeketten. Und jetzt könnte es tatsächlich ein bisschen lustig werden, schätze ich jetzt mal, weil ich habe Schneeketten das letzte Mal aufgezogen, vor 10 Jahren oder so. Mutti sitzt auf dem Beifahrersitz, wir wollen Skifahren und Fatih muss die Ketten montieren. Ja, die muss man wahrscheinlich aushaken, ne? Bedienungsanleitung. Ja, guck mal hier, da sind sogar Handschuhe drin. Da sind Handschuhe mit Stulpen drin. Kette ordnen. Verdrehte Kettenteile lösen, mit rotem Endstück voraus, hinter dem Rad durchschieben. Wie verstehst du das? Muss ich das überhaupt da hinten hin tun? Oder zieht sie sich selber auf? Oder? Wann hast du das letzte Mal eine Kette montiert? Noch nie. Noch nie? Warte, ich mach das mit den Handschuhen. Alter, ich habe so kalte Hände, ich kann meine Hände nicht mehr bewegen. Jetzt. Richtig gut, oder? Hat ja auch nur 3 Stunden gedauert. Ruhe jetzt da. Jetzt muss ich noch die andere drauf machen. Ich dachte, das hat der Praktikant schon auf der anderen Seite gemacht. Jetzt kann der Skiurlaub beginnen. Ich glaube das immer noch nicht, dass wir das machen, ne? Yes, jawollo! Yes! So, jetzt will ich aber alles sehen. Jetzt will ich alles sehen. Du fährst jetzt da ganz hoch. Du fährst jetzt da ganz hoch, mein Schätzchen. Ja, ganz hoch wollen wir. Ganz wollen wir hoch. Ganz, bis ganz oben hin, bis auf den Gipfel. Yes! Ganz ehrlich, ich finde das für einen Fronttriebler richtig, richtig knackig, was der hier abgeliefert hat. Helmi auf. Ich finde das Hammer. Ich meine, guckt euch das an, das ist schon steil. Und da sind wir gerade hochgefahren. Endlich Skiurlaub, Leute. Jo, warte,